das kriegen wir schon irgendwie hin. Naja, wie dem auch sei, willkommen zu unserem Unboxing. Film mal hier ganz kurz in unsere Landschaft. Das müssen wir genießen in diesem herbstwetterlichen Wetter. Naja, also herbstwetterlich ist es ja nicht wirklich. Ich fühle mich eher getoastet. So langsam zu fallen. Aber da oben Herbstäpfel, ne, die fallen nicht im Sommer, sondern im Herbst. Hey, das kannst du nicht machen. Der schöne Karton. Oh, ja, ich hab's bevor wir hier alles zerstechen, so nach dem Motto Magier, nehmen wir mal das hier weg. What? Ja, Magier, weißt du, so Zauberkünstler, die stechen da auch immer irgendwo rein und zerteilen irgendwas und dann meint man, oh Gott, der hat den zerlegt. So, eines ist wirklich gut, dieser Shifter, der passt auf jeden Fall. Nur vielleicht nicht an das Lenkrad, was da steht. Ja, das ist eh das Falsche. Also. Aber, Tramp, du weißt, wenn das hier passt, ich habe das ja zusammenbestellt. Das war ein Paket, wurde das, nur extra geliefert. Was du vermutlich hättest wollen, ist ein G29 und kein G29. Das ist der Punkt. Keine Ahnung, aber auf jeden Fall gab es die zwei Sachen im Bundle. Die wurden nur extra verschickt. Du hättest das da gebraucht. Das 29er. Was wäre dann das für ein PC? Messer bitte. Könntest du nicht mein Messer rumwerfen? Bin ich überzeugt. Jetzt ist es kaputt. What? Ich hab die Scheiße. Nicht angehört hat. Nein, das ist einfach nur ein bisschen kräftig. Ja, da bin ich jetzt nicht so überzeugt wie vom Lenkrad, muss ich ehrlich sagen. Weil, das ist halt hart Plastik. Ne? Leg mal den Rückwärtsgang ein. Ja gut, das Ding, das... Leg mal den Rückwärtsgang. Muss ich das auch reindrücken und dann... Ja. Ist da der Rückwärtsgang? Ich glaube, ja. Ja, passt. Auf jeden Fall ganz interessant. Wir haben hier zwei Mounting so... Points. Wie heißen die? Mounting Points. Mounting Points. Da kannst du den Stab durchstecken, dann kannst du es da drauf machen. Und so befestigen. Das kannst du am Tisch befestigen. Das ist am Tisch. Das Ziel. Und dann können wir da ganz easy nicht schalten. Ja gut, das könnte so ein altes... Ja gut, aber das Ding, das kostet auch nur 50 Euro, ne? Also gut. Da haben sie sich dann gedacht, ja gut, kostet 50 Euro, muss jetzt nicht so prickelnd sein. Ja, nee, ist schon gut, aber das, was ich halt hier nicht so geil finde, ist diese Kunststoffkappe. Das hätten sie ruhig aus Metall machen können. Weißt du? Naja. Das war zu teuer für die. Aber ist geil. Kann man schalten. Auf jeden Fall. Schalten und walten. Das Problem ist halt nur, wenn du einen Porsche fährst, dann hast du 7 Gänge und keine 6. Oder eine Corvette, 7 Gänge und keine 6. Ja, aber ist doch gut. Ich meine, Rennspiele werde ich mit dem eh nicht spielen. Dann hast du auch ein Problem mit Bussen, weil die oft auch mehr Gänge haben als 6. Ja, du hast ja eh noch die Schaltpedale hinten drauf. Ja, aber es Sinn von dem ist ja eigentlich wirklich mal zu schalten. Das wäre jetzt halt für ein normales Rennauto. Naja, mal gucken, vielleicht steige ich auch auf die Rennspielschiene um, was jetzt eigentlich viel mehr Sinn ergeben würde. Mhm. Kann ich bestimmt auch mit den höheren Gängen belegen. Weißt du, dass das halt, weiß nicht, 4 bis 9 und rückwärts ist oder so. Schauen wir mal. Vielleicht kann man das ja in dem Programm mal einstellen. Bestimmt. Ach, eventuell habe ich die gerade gelockt. Jetzt müsste man nur wissen, wie man die auch wieder rauskriegt. Das kriegen wir schon wieder oben hin. Okay, das war ein cooles Video. Ja, verwirrte Leute beim Unboxen. Richtig. Ciao. Ciao, macht's gut. Metal out. Peace out. Kunststoff out. Kunststoff.